Der aus Mailand stammende Giuseppe Arcimboldo war seit 1562 kaiserlicher Hofmaler in Wien und Prag. Dort inszenierte er auch höfische Turniere und Hochzeitsfeierlichkeiten. Er war vieles in einem: Maler, Musiker, Regisseur und Bühnenbildner. Man glaubt es gerne, betrachtet man seine berühmten Kompositköpfe. Der aus scheinbar recht merkwürdigen Einzelheiten zusammengesetzte Winter war ein besonderes Neujahrsgeschenk. Am Neujahrstag 1569 wurden Kaiser Maximilian II. 8 Gemälde und ein Gedicht überreicht. Der Winter gehört zur Serie der 4 Jahreszeiten, die wiederum von einer Serie der 4 Elemente ergänzt wird. Die Darstellung ist bei allen Gemälden höchst ungewöhnlich. Im Bild des Sommers wurden die verschiedenen Gemüse und Früchte zu einem menschlichen Gesicht. Der Kopf des Feuers besitzt flammendes Haar, dessen Leuchtkraft wirkungsvoll durch das echte Gold in der Farbschicht verstärkt wird. 4 der 8 Gemälde aus der Serie haben sich im Kunsthistorischen Museum erhalten. Winter und Sommer, Feuer und Wasser. Es wird vermutet, dass der Kaiser diese Bilder dann auch in seinem Schlafzimmer in der Wiener Burg aufgehängt hat. Also hat einen sehr persönlichen Bezug auch dazu gehabt. Die Spätrenaissance entwickelte im 16. Jahrhundert den Manierismus. Hier wurden das Spielerische, das Überraschende oder das Bizarre gerne in der Darstellung bevorzugt. Es gibt auch andere Künstler, die sich damit beschäftigt haben. Leonardo zum Beispiel hat auch mit den Gedanken gespielt, aus bizarren Einzelteilen neue Figuren zusammenzusetzen. Er hat sich auch mit dem Gesicht, mit der menschlichen Physiognomie beschäftigt, mit besonderen Ausdrücken, mit komischen Grimassen. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese Studien von Leonardo auch eine Anregung für Arcimboldo gewesen sind, sich mit solchen etwas außergewöhnlichen Porträtköpfen auseinanderzusetzen. Der Mensch verwandelt sich in Natur. Die Natur bekommt menschliche Züge. Was wie Natur aussieht, ist aber von höchster Künstlichkeit. Ist es die Kunst Arcimboldos, dem Schöpfer dieses Bildes, die hier ein Spiel der Verwandlung treibt? Oder ist es der Betrachter, der für sich die schuppige Rinde des Baumes in das faltige Gesicht eines alten Mannes verwandelt, aus dem Schwamm am Baumstamm Lippen werden lässt oder den Efeu zum letzten Haarkranz unter dem sonst kahlen Haupt? Bei genauerer Betrachtung des Winters findet sich manch Hinweis auf den Kaiser. Das Schlageisen als Symbol des Hausordens der Habsburger vom Goldenen Vlies, ein halb verdecktes M oder die Zitrusfrüchte für den Pflanzenliebhaber und Auftraggeber Maximilian. Und es gibt ein Gedicht vom Humanisten Fontaneo verfasst, der am Hof in Wien gearbeitet hat. Und dieses Gedicht wurde mit den Bildern als Geschenk an Kaiser Maximilian überreicht. Und in diesem Gedicht finden sich Hinweise darauf, dass hier eine Art Herrscherlob angefertigt wurde. Der Herrscher als der Beherrscher der Jahreszeiten. Denn der Winter ist den Römern zufolge der Beginn des Jahres, das Caput Anni. Reich wie der Sommer mit all seinen Früchten. Mächtig wie das Feuer. Groß wie das Meer, das uns all seine Meeresfrüchte darbietet, all das kann auch als Herrscherlob verstanden werden. Winterdarstellungen, wie wir sie von Peter Bruegel, Henrik Aberkamp oder Lukas von Falkenborch kennen, waren schon im 16. Jahrhundert sehr beliebt. Dem Winter von Arcimboldo gelingt es jedoch zusätzlich und bis heute, unsere herkömmlichen Ordnungssysteme der sichtbaren Welt infrage zu stellen.